So, wo müssen wir hin? Wir brauchen wahrscheinlich erstmal einen Schlüssel. Wahrscheinlich auch erstmal einen Schlüssel, damit wir die Leiter da besteigen können, um in den Palast zu kommen. Hör zu, mein Sohn, ich möchte dir etwas erzählen. Our people are going through hard times. After the catastrophe, our beloved King Angler passed away, as he was one with the ocean. His thoughts got polluted and his heart could not take the fall of his kingdom. Then a man in a dark cape appeared. He was bringing a funeral gift to Princess Finn. When the princess laid the gift at her father's feet, a horrible curse broke loose. A breath of cold air blew through the halls of our palace. Time stopped. Princess Finn and the palace have been frozen for 1,000 years now. I was a young fish back then, only 100 years old. We cannot go inside because the entrance and the palace are frozen. Our only hope is a treasure hidden in the cavern of fire, but our kind is unable to reach it, and nobody else dares to enter it. Hier, nimm diesen Schlüssel, Arcadia. Vielleicht hast du genug Mut, die Höhle des Feuers zu betreten. Das mache ich doch, dann gibt's einen Feuerzauber und dann können wir schmelzen. Die Höhle des Feuers hier in der Nähe erwärmt das Wasser der tiefen Bucht das ganze Jahr über. Ich frage mich, welche Geheimnisse darin verborgen sind. Dankeschön! Und noch einer zum Quatschen. Stromreiter. Du willst Oceanhorn niederstrecken? Ich wünschte, wir könnten helfen, aber unsere Speere sind auch nicht spitzer als deiner und Oceanhorn ist im Wasser weitaus gefährlicher als an Land. Du musst es aufs Land locken. Genau das machte Thorn der Mutige auch mit Sealock. Ja, wir werden vorn nacheifern und Oceanhorn besiegen. Wir müssen da oben lang, gehe ich mal von aus, oder meint er die Höhle des Dingsbumsens ist hier? So, erstmal du da. Oh, nein! Münze, 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 Münze. So, ich glaube hier... Was ist hier hinten? Was passiert hier nur? Was ist hier? So, hier brauche ich den Feuerspell. Oder? Oder? Ja. So, dann gehen wir mal da oben die Treppe hoch oder hinab. Mann, ich hoffe echt, ich wünsche mir wirklich inständig, dass bei irgendeinem Level Up, am besten bei Level Up zu Level 9, eine Erhöhung der Schwimmgeschwindigkeit dabei ist, damit wir schneller schwimmen können. Jetzt müssen wir erstmal hier den Schlüssel einlegen und die Leiter erklimmen und uns in den Feuerzauber holen. Wieso haben die Wassermenschen hier, wieso haben die überhaupt eine Höhle des Feuers? Achso, wegen der Erwärmung. Ja, gut. Macht Sinn. Kiemenvolksdenk. Ach, wir sind wieder draußen. Okay. Okay. Was soll ich hier? Ich kann hier auf jeden Fall nicht unendlich schwimmen. Hä? Wartet. Hä? Was zum Teufel? Was soll ich hier denn machen? Ach so. Darüber, oder? Nee, da kann ich ja nicht rüber. Oh.
Mann! Wo soll ich hin? Verratet es mir. Erstmal die Ausdauer wiederkommen lassen. So, jetzt zurück. Oh! Verdammt! Ich habe das Gefühl, dass ich da hinten rein muss. Ich sehe auch nicht. Hä? Okay, ich habe den Schlüssel benutzt, bin hierher gekommen, aber hier ist nichts. Oder ich bin doch nicht blind oder was? Das kann nicht sein. Ich kann nicht blind sein. Wenn wir hier runterspringen, sind wir tot. Ach so, da ging es auf der anderen Seite hoch. Okay. Hat sich erledigt, Freunde. Wir haben den Weg gefunden, glaube ich. Wenn die Ausdauer wieder voll ist. So, schwimm um dein Leben, Alter. So. Hier werden wir wohl richtig sein. Das ist, glaube ich, der Stein, den ich jetzt letztes Mal von da drüben hier hingeworfen habe, oder nicht? Da ist Feuer, aber leider kein Gegner, den wir damit kaputt machen können mit dem Feuer. Erstmal gucken wir hier in die Busche. In die Busche. 852 Münzen. So, da können wir. Es gibt viele Wege. Da müssen wir auch wieder schwimmen. So, alles gut. Eine Tür wird sich öffnen, wenn ein hölzerner Vogel mit Metallschnabel über den Drachenkopf fliegt. Ein hölzerner Vogel mit Metallschnabel ist logischerweise ein Pfeil, über den Drachenkopf fliegt. Ist das hier ein Drachenkopf? Nee, ne? Oh, hier ist schon wieder das Zelda-Symbol. Ah ja, über den Drachenkopf ist der, da hinten muss der Bogen hin. Das ist ja mal wieder sehr schwierig. Blutstein? Nein, kein Blutstein. Wir müssen einmal hier. Da sieht man echt viel. Boah. Es gibt also auch grüne Hebel, die zeitlich begrenzt sind. Flieg und Sieg! Was? Ach so, gut. Ich dachte schon wieder. So, ich würde sagen, nochmal der Weg zu einer neuen Insel. Liebe Sally, hoffentlich fehle ich dir. Ich werde dir helfen, aber in dieser Höhle des Feuers ist es einfach zu heiß. Ich hörte, in der alten Festung gibt es etwas, das mir helfen könnte. Ich werde dorthin gehen. Wünsch mir also Glück, Meisterabenteurer. Neue Insel enthüllt, alte Festung. Sagt nicht, dass ich jetzt wieder hier weg muss, um in der Höhle des Feuers weiterzukommen. Also das wäre dann echt nervig, wenn ich hier von einer Insel zur anderen muss und dann wieder auf die erste zurück, um bei der zweiten weiterzukommen. Da ist noch ein Blutstein. Höhle des Feuers. Ja, aber der Blutstein. Nein! Nein! Ich hätte den hier runterschieben müssen. Scheiße. Ah, nee, alles gut. Alles gut. Jetzt sagt mir aber nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal gehen muss. Jetzt sagt mir bitte, ich hätte das Ding da runterschieben müssen. Ich hätte das verdammte Ding... Was ist denn das? Ist das ein Ausgang oder ein geheimer Eingang? Oh nein, jetzt sagt mir nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal latschen muss. Nee, wir sind... Oh, gut, hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Abkürzung.
Der lässt sich nie verschieben. Hiermit kommen wir zurück zum Anfang, das ist gut. Eine Abkürzung freigeschaltet für immer und ewig. Wir sind jetzt... Ja, wir müssen trotzdem den Weg nochmal gehen. Wir müssen trotzdem den Weg nochmal gehen. Oh nein! Kacke. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, hallo Freunde, da wären wir wieder. Ruckzuck waren wir wieder hier. Das Ding ist jetzt immer noch falsch, aber... Oder gut, vielleicht ist auch scheißegal. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Höhle betreten. Ganz schön heiß hier. Höhle des Feuers. Auf der Insel gab es jetzt noch gar keinen Speicherpunkt, ne? Ich weiß noch, auf den Welklanden, da war alle 5 Meter ein Speicherpunkt und hier ist gar keiner mehr. So. Okay, das ging gerade noch so. Hier in der Höhle, hier kann man bestimmt einen Gegner... Hier kann man bestimmt einen Gegner mit Feuer töten. Das sollte kein Problem sein. Wir nehmen den mal mit. Ich weiß nicht, ob wir nur drauflaufen müssen oder nicht. Aber wir machen das mal einfach so. Was ist das da oben? Was? Ach so, das sind ja Dinger zum Verschieben, hä? Was? Wieso? Oh, hupsala. Was ist denn mit dem? Hä? Wo wirft der denn hin? Hä, hey, wieso machen denn die Bomben nix? Alter! Was ist mit dem Vieh los? Das bringt auf jeden Fall nix. Und die Bomben bringen auch nix. So. Alter, wie viele Kisten gibt's denn hier? Ja? Wieso kann ich das Vieh nicht besiegen? Das gibt's gar nicht. Wieso ist die Maske bei den Bomben nicht kaputt gegangen? Ah, macht doch nichts. Ein ruhiger Arm kann das Feuer transportieren. Ja, natürlich. Ach so. Ich soll hier sowas machen. Kein Thema. Weg ist frei. Was ist hier unten? Kann man da rein? Kiste. 5 Bomben. Eine Münze. Okay. Hätten wir das schon mal. Weg mit da unten ist auch eine Bombe. Da haben wir Pfeile wieder. Hier ist die nächste Kiste. 3 Pfeile. Okay, okay. Na gut, da es hier keine Büsche anscheinend gibt und keine Gegner so viele, die man besiegen kann, müssen wir unsere Materialien halt durch Kisten erbeuten. Und da, doch, haben wir bekommen. Sehr gut. Nochmal Pfeile. Jetzt sind sie voll. Bitte jetzt keine mehr. Na. Hey, Kumpel. Ich zünde das hier an.
Ah ja. Hilfe! Oh. Schnell, gib mir! Oh, nein, 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 nein! Von da bin ich gekommen, ne? Hier muss ich rein, glaube ich. Was ist das? Oh, ein Herz, das ist schön. Oh nein, ey. Wir machen einfach alle Kisten auf und... Ja, eine Münze! Ein alter Stiefel. Darin befindet sich eine Münze. Das bringt auch nichts, ey. Die Viecher, die sind unbesiegbar. Ich brauche dich hier oben mal kurz. Toll, da hinten haben wir doch einen Weg frei. Was ist denn mit dem Weg, den wir da hinten frei gemacht haben? Ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich lang gehe. Herz ist gut. Noch eins. Nee, eine Münze. Die Höhle des Feuers, die ist schon... Was ist das? Das ist eine wunderschöne Halskette im Wert von 100 Münzen. Ich glaube, das war nicht das, warum ich hergekommen bin. So, und jetzt sind wir hier. Das heißt, wir haben jetzt quasi den Weg soweit gemacht. Müssen nur noch durch die Tür durch, die wir aufgeschlossen haben quasi. Na gut. Hier ist auch noch irgendwie eine Kiste. Irgendwo. Oh, schnell, 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 bitte. Oh. Schnell, gib mir ein Herz, gib mir ein Herz, gib mir ein Herz. Gib ihr, nein, 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 nein. Ja, toll, da unten ist das Herz, scheiße. Oh, fast vergessen. Beziehungsweise, ich hab's vergessen. Aber ich wurde zum Glück nicht getroffen. Gut. Sollen wir die Kiste lieber erstmal da stehen lassen? Wer weiß, ob wir die noch brauchen? Sieht schon wieder sehr interessant. Oh nein, ey. Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Oh mein Gott! So. Da drüben ist eine Tür, die wir mit dem Schlüssel öffnen können, wie, So, wie? Wir sind hier irgendwie auf der falschen Seite. Nee, zu dir komme ich nicht. Was stand hier? Ein ruhiger... Ja gut, das war nur für das Tor hier. Schiete. Schiete, Schiete, Schiete. Hier, hä? Achso, das sind die Pfeile. Wo soll ich hier lang? Wo soll ich hier jetzt lang? Der Zurücksetzer ist da, das heißt, ich bin... Achso, doch, natürlich kann ich zurücksetzen mit meinem Dingsbums. Aber man, das Vieh regt mich auf. Kann der nicht weggehen? Ist das jetzt der hier war? Hier, zieh Leine, Kumpel. Ich brauch dich nicht. Ich komme auch ohne dich zurecht. Ja, ja, sieh zu, bitte. Was? Vielleicht kriege ich ja so... Was ist denn das? So. Ne, Alter, man kann... Ich kann die nicht kaputt machen, ey.
Hier, Mana oder ein Herz hätte ich gerne mal. Nein! Lieber Mana oder ein Herz! Mana oder ein Herz! Keine Pfeile. Keine Pfeile. Nein! Oh Mann, der läuft... Ich glaub, es ist aber immer derselbe Gegner. Es ist immer ein und derselbe. Ja. Oh, scheiße. Scheiße. Ich brauche Heilung. Oh, ich krieg nur dieses Zeug, Mann. Mann, wieso funktioniert das Ding nicht? Ja, ey, und da drüben landen die Herzen. Nein. Es ist aber wirklich nur dieser eine Gegner, der hier rumläuft. So, jetzt können wir nicht mehr zaubern. Sehr gut. Ich komm... Das ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst, dass ich hier nicht runterkomme. Ich glaube, ich sterbe jetzt. So, hier nochmal rein. Waren hier Kisten oder irgendwas zum kaputt machen? Hä? Nein. Nein. Oh. Das habe ich jetzt so nicht vermutet. Das habe ich jetzt echt nicht vermutet. Das war jetzt echt nur Glück. Ich wollte nur die Kiste kaputt machen, um zu gucken, ob da was drunter ist oder so. Das habe ich absolut gar nicht gesehen oder gedacht. Oh, wer weiß, was ich hier schon alles übersehen habe. Mit so einem Wegen, die man hinter kaputt schießen können. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja, nee, die Frage ist, müssen wir das jetzt überhaupt hier... Resetten? Wir resetten einfach mal. Ach so. Das sieht irgendwie ungesund aus. Ich glaube, wir machen das mal lieber so. Okay. Was ist denn das? Ich dachte, hier kommen gleich Pfeile rausgeschossen, wenn man den Nebel betätigt. Wo ist unser guter Freund? So. So, wir können jetzt hier so und so. Wir müssen. Ne, wartet, wir müssen erst den da hinten. Es war also kein Geheimweg, es war der richtige Weg. Aber ohne Mist, ey. Das hätte ich. Wäre ich jetzt nicht echt durch Zufall. Hätte ich das jetzt nicht durch Zufall gemacht, ich hätte nie gesehen, dass wir da hinten lang müssen. Ich habe das nur gemacht, weil ich Heilung gebraucht habe. Aber egal, solange uns das Glück holt, ist es doch einwandfrei. So, endlich mal ein Speicherpunkt. Aber jetzt, wo wir gerade hier sind, würde ich sagen, Leute, ich beende die Aufnahme. Habe ich gerade so spontan entschlossen. Heute kann ich nicht so lange, ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Deswegen, ich glaube aber, wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Wir sind in der Höhle des Feuers, haben, glaube ich, hier das größte Problem, was uns hier erwartet hat oder erwartet hätte, gelöst. Durch Glück und Zufall. Das Spiel ist hier gespeichert. Wir sehen hier so und haben die... Oh, wir sind fast Stufe 9. Das ist schon wieder sehr schön. Gucken wir uns nochmal unsere netten Fische an. Blaufinne. Sollfisch. Sehr schön. So, wir haben einiges erreicht. 26% vom Spiel geschafft, 17 davon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es erstmal gut und ciao, ciao.